Meine Herren, heute ist der Startschuss für den weltweit größten integrierten Touristikkonzern. Wie fühlen Sie sich beide? Sehr gut. Wir haben viel und seit langer Zeit auf unser Ziel hingearbeitet. Und manchmal war es ein harter Weg. Aber jetzt sind wir angekommen und ich glaube, wir haben ein gutes Ergebnis erzielt. Wir sind sehr zufrieden. Unsere enge Zusammenarbeit über viele Monate hinweg hat sich gelohnt. Wir sind jetzt ein Konzern. Ich freue mich sehr darüber. Was sind die wichtigsten Aspekte, damit dieser Zusammenschluss erfolgreich sein wird? Es heißt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Jetzt müssen wir liefern, was wir versprochen haben. Und wir haben eine Menge versprochen, wie zum Beispiel Wachstum und Synergien. Nun müssen wir unser Versprechen umsetzen. Das ist spannend und bietet interessante Möglichkeiten für alle. Für unsere Kunden, unsere Aktionäre, aber auch für unsere Mitarbeiter. Herr Long, sehen Sie auch Herausforderungen, um den Zusammenschluss zum Erfolg zu führen? Nein, aber ich sehe sehr viele Chancen. Wir haben seit 2007 sehr viel Erfahrung gesammelt. Wir kennen uns gut. Und deshalb glaube ich, dass es keine Herausforderung in dem Sinne ist. Da wir ähnliche Werte und eine ähnliche Kultur haben, wird alles problemlos verlaufen. Herr Long, wie und wann werden die Kunden von dem Zusammenschluss profitieren? Ich glaube, die Kunden werden sofort von dem Zusammenschluss profitieren. Durch das starke Content-Portfolio und die Vertriebskraft unserer beiden Unternehmen können wir unseren Kunden exklusive Urlaubskonzepte bieten. Das ist unser Hauptunterscheidungsmerkmal zu unseren Mitbewerbern. Was sind die nächsten Schritte bei der Fusion und worauf wird sich das Management jetzt konzentrieren? Jetzt beginnt die Feinarbeit. Wir erstellen eine Roadmap für die Zukunft, die wir zuerst intern unseren Kollegen und anschließend auch unseren Aktionären präsentieren. Gut, Sie werden also dann auf eine Roadshow gehen und... Ja, und wir werden alles prüfen und unsere Führungsmannschaften und die Aktionäre informieren. Herr Jussen, werden Sie nach dem Zusammenschluss das Unternehmen besuchen? Ich denke, dass dies sehr wichtig für mich ist. Wie Sie wissen, waren viele der operativen Geschäfte Teil von TUI Travel. Bei insgesamt 74.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt sollte ich die Geschäfte und ihre Mitarbeiter besuchen und das Management und die Mitarbeiter kennenlernen. Herr Jussen, der Übergangszeitraum ist bis 2016 geplant. Danach werden Sie alleiniger CEO und Peter Long wird Vorsitzender des Aufsichtsrates des neuen Konzerns. Wie funktioniert das und wie werden Sie zusammenarbeiten? Welche Ziele wird die neue Führung haben? Positiv ist, dass wir schon seit mehr als 18 Monaten zusammenarbeiten. Interessanterweise war ich Aufsichtsratsvorsitzender von TUI Travel und Peter Long war CEO. Jetzt tauschen wir die Rollen. Ich glaube, dass es letztlich nicht wichtig ist, was man macht, wenn die Beziehung gut ist und wir gemeinsame Werte und eine gemeinsame Vision haben, in welche Richtung wir unser Unternehmen führen wollen. Das ist wichtig. Und wir haben eine klare Vision. Wir wollen eine vertikale Integration. Wir wollen die Nummer eins sein und eine einzigartige Marktstellung haben. Ich glaube, das sind klare Ziele und die Voraussetzung für ein langfristiges Wachstum. Das verbindet uns, unabhängig von den Rollen, die wir einnehmen. Und ich bin zuversichtlich, was unsere Zusammenarbeit betrifft. Eine letzte Frage an Sie beide. Was ist für Sie das Wichtigste bei diesem Zusammenschluss? Ich denke, dass wir jetzt in der Lage sind, den weltweit größten Touristikkonzern zu bilden. Wir haben die große Chance, zu einem globalen Konzern zu werden. Unsere Struktur war etwas kompliziert und alle Investoren, Kunden und Mitarbeiter fühlten, dass wir einen Konzern bilden sollten. Das haben wir gemacht und unsere Zukunft sieht vielversprechend aus. Vielen Dank für das Interview. Danke. Danke.